Liebes Tagebuch, gestern hatte ich dich total vergessen. Aber das lag einfach an den ganzen neuen süßen Schweinen, die sich hier herumtollen. Ich habe super mit ihnen spielen können. Kann nur sein, dass ich jetzt kein Gold mehr habe. Wieder ein neuer Tag und es wird höchste Zeit. Anscheinend sind wir hier ja länger. Also sollten wir auch aufhören, hier zu hausen. Deswegen denke ich, es wird Zeit, dass wir uns ein schönes Häuschen bauen. Mal, wie es wird. Hier kann jemand nicht schreiben. Mal sehen. Na, dann können wir halt nicht so viele Punkte machen. Sabralot. Mal sehen, wie es wird. Punkt, Punkt, Punkt. So, genug vom Tagebuch. Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder das Minecraft in dicker Abenteuer. Und heute, ich habe es euch versprochen, werden wir ein bisschen basteln und wir brauchen schon wieder ein neues Schwert. Es ist so ungewohnt, dass wir nicht... nehmen wir mal das Holz hier raus. Oh, das ist noch ein Stein. Nee, aber das Steinschwert hat nicht mehr viel Leben. Ne? Das behalten wir mal für was weiß ich wann. So, es ist so ungewohnt, dass man nicht genug Eisen und so Zeug hat. Das muss man sich echt dran gewöhnen, dass man sich erst mit Holz ab... Ausrüstung da irgendwie über Wasser hält. Also, heute bauen, kümmern wir uns ein bisschen ums Bauen. Also werden vielleicht hier ein bisschen rumbauen. Wir müssen noch überlegen, wie wir an Basalt kommen. Ich habe jetzt zwar schon mal ein bisschen Basalt gesammelt, aber an sich ist es gar nicht so easy leider. Und es ist eine sehr nervzähende Tätigkeit. Das werde ich euch gerne mal bei Gelegenheit vorführen. Weiß noch nicht, wie wir das am klügsten angehen. Mal schauen. Vielleicht machen wir uns auch eine Eisenspitzhacke dann, dass wir ein bisschen schneller sind. Damit der Holz war das schon ein bisschen lame. Okay. Wir haben es in der letzten Folge mit den Piglins gehandelt, das hat richtig Spaß gemacht. Und heute, ich hatte ein bisschen was vor mit euch. Und zwar, wenn man die ganze Zeit im Nether ist, so wie ich das jetzt gerade mache und tue, dann wird man auf Dauer so ein bisschen depressiv. Es hört sich ein bisschen böse an, ist nicht ganz so schlimm, wie es sich jetzt anhört. Aber es ist schon so, dass hier alles trist ist. Ich habe jetzt extra das Blaue, die Thousand Valley ausgesucht, weil ich der Meinung bin, dass das mit das hellste Biom ist. Der Himmel ist so schön blau und nicht so bedrückend rot. Das finde ich irgendwie ganz angenehm, ne? Deswegen würde ich auch gerne hier meine Base hinbauen, auch wenn wir hier die ganze Zeit von irgendwelchen Ecken beschossen werden. Aber man gewöhnt sich an die Dinge und man wird immer besser im Tennis spielen. Insofern ist das völlig in Ordnung. So, wo bist du? Komm, komm, lass uns Tennis spielen. Wir spielen eigentlich jedes Mal eine Runde Tennis, weil es macht echt unglaublich viel Spaß, wenn die mich mal sehen würden. Hallo, hier bin ich. Ja, danke. Viel zu hoch. Und gar nicht getroffen. Komm, 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 komm. Jetzt werden es wieder so viele. Da muss man sich verstecken. Runter da, runter da, runter da. Mei, geh halt runter. Dann sprengen die immer alles weg. Die kennen ja auch überhaupt keine Gnade. Naja, genau. Also ich wollte auch mit euch heute bauen. Und beziehungsweise wollte ich mit euch auch mal die Rohstoffe checken, die wir haben. Und von denen wir auch, sage ich mal, ohne Probleme viele bekommen. So, ich schnappe mal das Holz hier raus. Also wir haben auf alle Fälle als Bauholz, haben wir auf alle Fälle blaues Holz. Das haben wir schon mal auf alle Fälle. Dann haben wir das, wir haben dieses Karmesinbretter und Zerrbretter. Und dann haben wir vor allem was ganz Cooles. Da schnappen wir uns, machen wir einfach mal, verwandeln wir die ganzen Bretter, das Ding hier mal in Stufenschub. Wir können nämlich sagen, okay, wir haben dieser Farben etwas überdrüssig. Ja? Dann können wir zum einen sagen, okay, wir bauen unseren Boden. So, das machen wir auf alle Fälle in unserer Base. Müssen dann noch schauen, wie wir die Base gestalten und wo wir die Base genau hinbauen und so weiter und so fort. Aber hier könnte man schon mal so eine Art Boden sich überlegen. Das könnte ich mir vorstellen, ist irgendwie ganz ansprechend. So, schau. Das hat irgendwas. Dann haben wir auch vor allem Farben verwendet, die nicht immer so ganz klassisch Nether sind. Und dann habe ich was Schönes entdeckt. Auch das kostet viele Baustoffe, aber schaut mal. Dieses Ding. Das dürfen wir auch bauen. Ja, den Komposter. Habe ich recht? Ja, den Komposter. Und wir können den Komposter, ich habe keine Ahnung, wie gut der Komposter den Geistern widersteht, aber wir können den Komposter hier hinsetzen und haben damit auch wieder eine Farbe, die im Nether nicht ganz klassisch ist, ne? Aber wir können den Rohstoff hier im Nether erzeugen. Also dieser braune Farbton, den können wir machen. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir natürlich Weiß über die Knochenblöcke und über Quarz. Ich bin auch schon fleißig am Sammeln gewesen. Ein bisschen mehr Knochenblöcke könnte man noch gebrauchen. Und Basalt finde ich auch einen sehr schönen Baublock. Auch Kies finde ich nicht schlecht. Vielleicht mache ich mir dann in Zukunft Kieswege hier draußen. Ein paar Kiesgärten mit Blüten. Ups, du warst ja nah. Komm, hier bin ich. Ja, klar. Wieder von überall schießen sie. Also eigentlich werde ich gerne mal hier eine komplette Basaltmauer früher oder später. Jetzt mache ich es langsam. Damit man hier Erz hat. Hallo.
Ich bin jetzt gerade echt zu schlecht. Mann, ich sollte mal aufhören in jeder Folge mit euch. Ich schieße mich immer selber an. Ich sollte mal aufhören mit euch in jeder Folge hier Geister zu jagen. Das wird auf Dauer dann doch irgendwo langweilig. So. Also, wir müssen uns mal überlegen, wie wir hier vorgehen. Ich hatte mir überlegt, ich würde gerne eigentlich hier unten am Hang was hinbauen. Den aufpassen, dass der Geist schießt ja jetzt gleich wieder. So, das ist gar nicht so leicht hier. Wir wollen ein bisschen Häuser bauen, planen. Also, ich wollte eigentlich mal irgendwo, aber eigentlich wird das hier unsere Haupterschließung sein. Wir werden hier irgendwo ankommen. Und wir haben jetzt schon einen Besucher. Hallo. Also wollen wir hier oben irgendwo ein Haus. Ich wollte mich ein bisschen mit unten in den Hügel reinbauen, dass man nach unten kommt. Muss man einfach mal auschecken, wie das funktioniert. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen Grundgerüst bauen und dann euch mal einfach zeigen, wie weit wir sind. Und Stück für Stück mit euch dann weiterbauen, wenn es so halbwegs Hand und Fuß hat. Weil ich kann mir gerade noch nicht so ganz vorstellen, wie es werden soll. Vielleicht müssen wir hier auch einfach mal auf Wanderschaft gehen. Bisschen die ganzen Dinge ausmachen. Und mit diesen Burschen hier ist echt anstrengend. Können die nicht mal despawnen? Echt viele. So. Und hier bewegen wir uns zwar schnell, aber wenn wir hier halt einmal angezündet werden mit blauem Feuer, dann ist auch die Hölle los. Genau das meinte ich gerade. Uiuiuiuiuiui, Sapralot. Okay. Also vielleicht ist das Biom auch doch nicht das Beste, um einfach mal eben zu bauen. Oder wir bauen einfach kleiner. Was haltet ihr davon? Ich habe zwar eine schöne Idee, aber hier schön zu bauen, wird eh immer gesprengt. Also vielleicht bauen wir uns hier einen Bunker und gestalten den Bunker einfach besonders schön innen drinnen. Das ist doch ein Plan. Den Plan würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach. Ich baue uns jetzt mal einen großen Bunker. Das heißt, es wird erstmal quadratisch praktisch gut werden. Dafür verwende ich hier am besten die Karmesinbretter. Denke ich, muss auch noch mal ein paar mir dann gleich holen gehen, dass wir ein bisschen mehr noch zum Bauen zur Verfügung haben. Und dann werden wir uns das Ding von innen schön gestalten, dass man sich innen wenigstens heimelig und wohl fühlt. Also, ich baue mal einen Kasten. Guck, wir werden auch den Kasten gemeinsam bauen, eine Zeit lang zumindest. So, erstmal bauen wir den Kasten. Der wird natürlich in der Zwischenzeit auch schön wieder bebombt werden, aber das soll uns jetzt mal nicht weiter stören. Wir bauen hier trotzdem einfach weiter. Und dann können wir uns auch vielleicht so ein paar Piglins reinholen, mit denen wir dann immer innen drin handeln können und dass wir auch nicht alleine sind. Die sperren wir dann bei uns ein, ganz friedlich. Irgendwie so. Da lassen wir uns was einfallen, weil damit das soll ja auch ein bisschen hübsch aussehen. Schauen. Kommt der hier rein? Ja, der kommt tatsächlich bis hier rein. Ja, hier brauchen wir noch einen. Kannst du mal hier sprengen? Danke. Mal schauen, ob der zielsicher ist. Natürlich nicht. Natürlich überhaupt nicht zielsicher. Zup. So. Und wir bauen unsere Verteidigungslinie, bauen wir dann oben auf. Also hier unten wird alles Wohnbereich, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, dass wir uns wohler fühlen. Wahrscheinlich baue ich den Basalt auch nochmal ab, dass wir den wirklich oben in der Bastion dann verwenden können, wo wir auch ständig mit diesen Geschossen dann konfrontiert werden. Würde ich jetzt einfach mal so annehmen. So. Also hier ist Bauen halt echt eine Hausnummer, ne? So, kann man hier, ist das, da brauche ich eine Spitzhacke, ne? Uiuiui, diese Geister jammern einem schon ganz schön ins Ohr. Dann baue ich auch unseren Score wieder ab, der ja eh nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Okay, also ihr habt das Prinzip verstanden, wie wir jetzt hier vorgehen. Ich baue uns mal hier einen riesen Kasten und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder. So ganz langsam bauen wir uns hier wirklich einen kleinen Netherpalast. Naja, gut, sagen wir mal ehrlich, der Boden schaut cool aus, kostet auch ein bisschen Rohstoffe, aber an sich, wir haben noch. Wir haben noch vier. Ha, nice. Was ich jetzt aber machen wollte mit euch ist, wir haben noch eine Spitzhacke, die haben wir nicht gebraucht, sehr gut. Ich wollte mal den Basalt hier abbauen. Mit dem Basalt, den heben wir uns nachher auf für die Bastion oben. Hier unten drin, ihr könnt es euch so ganz langsam vorstellen, wie es wird. Boah, brauchen die Türen lang. Ihr könnt es euch langsam vorstellen, wie es hier unten wird. Hier werden wir einen schönen Eingang bauen. Ich habe da schon eine Idee. Ich hoffe allerdings, dass Quarz den Angriffen von Geistern zerstört. Das werden wir sehen, da habe ich schon ein paar Ideen. Also wir bauen jetzt mal das hier weg. Bauen mal den Basalt wieder ab. Den will ich nämlich, wie gesagt, oben verwenden. Und dann müssen wir ihn ja noch dekorieren, dann die sich will ja diese Dinger auch an den Wänden haben, weil ich muss ganz ehrlich, nur das als Wand, boah, ist schon anstrengend von der Farbe, wenn wir ehrlich sind. Und es hat nichts damit zu tun, dass es rosa ist, also schon auch, aber das Blaue auf Dauer wäre auch anstrengend. Habe ich keine Schaufel mehr? Doch, ich habe noch eine Schaufel. Sehr gut. Zack. Zack. Halt, wir hätten auch gleich richtig auffüllen können. Wir brauchen nämlich diese ganzen Sachen nicht und wollen dafür
diese wunderschönen Werkbänke hier unten reinsetzen. Halt nicht so, sondern so. Genau, also ihr seht schon, das zieht sich alles ein bisschen, aber ich glaube, es wird sich rentieren, weil dann haben wir hier mal eine Base, die auch ein bisschen andere Farben aufweist und nicht immer nur dieses klassische Nether-Zeug von außen. Klar, müssen wir irgendwo ein bisschen Ressourcen schonen. Ich hätte es ja auch gerne aus Dingen hier gebaut, aus Basalt. Geht aber auch nicht alles, ne? Deswegen muss man da sich überlegen, wie man hier arbeitet. Jetzt die Frage, wenn wir Zäune verwenden, ob uns die Geister durch Zäune hindurch sehen. Weil sonst können wir mit Zäunen ja schon mal gut anfangen, auch Fenster reinzusetzen. Vielleicht auch blaue, dass man eine Abwechslung hat, einfach, dass das Auge schon mal ein bisschen Wechselung dann bekommt. Bin gespannt, ob der uns sieht. Ich bin froh, dass die so laute Geräusche haben. Dann weiß man auch wirklich, wenn sie auf einen feuern. Das ist sehr angenehm. So, ich bin auch froh, wenn wir Basalt haben, dann haben wir vielleicht für die Basalt. Hallo? Wir wohnen hier. Mensch, Maya. Überhaupt kein Anstand. Ja, du. Ja, ich versuche ein bisschen vorher zu ahnen, in welche Richtung der fliegen wird. Ist gar nicht so leicht. Vor allem auf die lange Distanz. Der ist schon weit weg. Alles gut, alles gut. Haben alles im Griff. Hier ist nur ein Loch in der Wand. So. Genau, also den Basalt werden wir hier noch rausbauen. Und dann müssen wir mal überlegen. Ich werde jetzt mal nochmal ohne euch in Ruhe den Boden hier fertig machen. Vielleicht auch mit ein paar Pilzlichtern bestücken. Das müssen wir mal schauen. Und dann treffen wir uns mal wieder vorm Haus und schauen uns an, was wir als nächstes bauen. Okay, was ist hier drin passiert? Also ich habe hier unten jetzt noch die Komposter eingezogen, oben eine Reihe Komposter eingezogen. Hier habe ich mir so zwei kleine Pferche gemacht, da würde ich gerne mal die Piglins reinlocken und habe deswegen auch schon mal meine Rüstung ausgezogen und versuche dann hier irgendwie reinzurennen und dann, warte mal, wie ging das gleich wieder? Ich kann mit Rechtsklick halt, kann ich mir die schnell anlegen, genau. Dann locke ich die nämlich hier rein. Machen wir, Sabrolot, legen wir uns die hier rein. So, dann machen wir hier auf, dann können wir hier reinflüchten. Jetzt habe ich wieder kein Holz verlagst. Wir brauchen so viel Holz für das Zeug, was wir hier vorhaben. Das ist echt abnormal. So. Jetzt bauen wir das hier nochmal ab, weil dann kann ich nämlich vor dem Flüchten und mich in die hinterste Ecke stellen. Und wenn der dann reinkommt, dann ziehe ich die goldene Rüstung an und mache die Tür zu. So der Plan. Jetzt müssen wir nur einen finden, der auch... Da war vorhin einer vor der Tür, der ist natürlich jetzt weg. Ja, ja, klar. Findest du? Komm schon. Oh, das sind zwei. Mit zwei wollen wir es nicht. So, wir suchen mal hier einen Piglin, der sich gerne mit uns anlegen möchte. Das müssen jetzt auch so viele sein. Hallo, kommst du mit? Ja. Wunderbar, der hat eine Armbrust, das ist ganz schön doof. So, wir müssen nebenbei auch noch löschen. Ja, ist ja gut, wir haben es ja verstanden. Das ist echt... Huiuiui, der Weg muss man auch wieder reparieren. Wir haben den Piglin schon verloren. Ja. Also... Das ist schon mal gescheitert. Aber wenn du von allen Seiten beschossen wirst, ist das auch nicht ganz so easy. Mensch, Maya. Pilze habe ich nochmal gesammelt. Jetzt muss ich hier wieder alles reparieren, weil die hier immer alles kaputt schießen müssen. Diese Undankbaren. Ja, jetzt gehört der Katz. Nein, ich gehöre der Katz. Oh Mann. Ja, wir machen uns mal ein Süppchen. Wir kochen uns mal ein Süppchen. Habe ich noch? Ich habe keine Pilze mehr. Da habe ich noch Pilze. So, jetzt langsam reichen mir, glaube ich, auch nicht mehr so viel Platz für Suppen. Wo habe ich da? Die Behälter habe ich dabei. So, wunderbar. Kochen wir uns mal ein Süppchen. Schauen wir uns das mal heilen. Ja, wir haben noch ein Schweinefleisch unterwegs gefunden. So. Wir finden hier auch immer schöne Sachen. Das ist ja schon mal ganz gut so. So, und jetzt bitte einmal heilen. Dankeschön. Dann können wir auch wieder weiter. Also können wir irgendwelche Sachen rausschmeißen, die wir gerade nicht unbedingt... Uiuiui, haben wir schon wieder viel Zeug drin. Wir können auch nochmal handeln. Also ich wollte hier drin einen haben, mit dem wir dann auch handeln können, der hier da drin steht. Den er dann immer das Gold füttern kann. Wahrscheinlich die spawnen die auch. Okay, lassen wir mal das unterfangen. Wir bauen hier innen drin eine Treppe. Wir könnten jetzt einmal spontan... Es irritiert mich, dass wir hier keine Werkbank haben. Ich weiß, sie haben ganz viele Werkbänke, ist mir schon klar. Aber es irritiert mich trotzdem, deswegen steht jetzt hier auch eine. Weiß noch nicht, wo unser Arbeitsbereich ist. Man kann ja leider keine Betten bauen hier. Ne? Also kann sie nicht mal platzieren. Oder platzieren kann man sie. Okay, also wir brauchen Treppen. So. Ich möchte nämlich hier an irgendeiner Stelle hochkommen auf mein Dach. Und dort wird dann meine, oben wird dann meine Bastion sein. So. So, wir kommen sogar ganz runter, das ist gut. Wir müssen nur die Kisten dann hier umsiedeln.
Oder ich mache es einfach andersrum. Ja, klug. Klug, 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 klug. Oh, das dauert so ewig. Ich würde mir echt gern Ausrüstung bauen, aber das bisschen Eisen, ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht für eine Spitzhacke, wenn wir Basalt holen gehen oder so, dass das flotter geht. Wir müssen einfach mehr Nether-Festungen umeinander ziehen. Ich muss einfach mal ohne euch eine Nether-Festungstour machen. Sie haben es ja schon gemacht, ne? Deswegen möchte ich das eigentlich nicht die ganze Zeit machen, sondern einfach auch andere Dinge mit euch machen. Aber wenn wir halt dann keine Rohstoffe haben, ist auch schwierig. So, wir müssen hier oben raus. Dafür brauchen wir oben ein Loch. Das ist schon mal ganz, ganz einfach zu verstehen. Kommen wir da schon raus? Ja, wir kommen schon raus. Ja, und da ist auch schon der Erste. Ich habe vergessen, dass ich nicht mehr viele Lebenspunkte habe. Mensch, habt ihr das gehört? Huiuiui. Genau, also das wird auf alle Fälle hier unsere Kampfzone sein. Und ich denke mir, armes Shroomlight, wir können das hier beruhigt auch größer machen. Dass wir hier schneller rauf und runter können, dass wenn es wirklich mal brenzlig wird, so wie gerade eben, dass wir uns schnell in Sicherheit bringen können. Ich denke, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Machen wir jetzt einfach mal so. Und dann bauen wir noch eine Abtrennungswand, dass sie uns nicht ins Lager wirklich... dass die uns nicht ins Lager reinschießen können. Das wäre auch schon mal ganz wichtig, damit wir unten wirklich sicher sind, weitestgehend. Ich meine, irgendwann mal müssen wir die auch noch einsammeln. Da ist sie. So. Hey! Jedes Mal wieder das Geschiss. Jetzt ist er runtergefallen. Ja, ja, wir gehen ja schon. Rums. So, mit zwei Herzen, das ist nur ein Treffer, ne? Da müssen wir echt aufpassen. So, dann hatten wir hier auf alle Fälle schon mal unseren Fluchtweg. Hier unten drunter können wir ja wurschteln. Das ist unser Arbeitsbereich. Und dann brauchen wir hier innen drin noch eine Wand. Können wir entweder blau machen oder mit Kompostern. Wir brauchen neue. Nehmen wir die da. Wenn wir sie schon haben. Viele Komposter sind es nicht, aber ein paar. Zap, zap, zap. Zap, zap. Und zap. Okay, weil dann schaut es nämlich hier schon mal. Also nett ist immer relativ, aber es passt schon mal. Passt schon mal so weit, dann machen wir das hier so und hier oben noch einen Komposter rein. Okay. Und dann ist nämlich hier ist nämlich unsere Draußenzone. Fehlt uns schon wieder. Wir brauchen echt viele Komposter. So. Jetzt haben wir das Ganze. Nee, nicht ganz so viel. So. Und dann halt. Bitte, 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 bitte. Dankeschön. So. Jetzt schaut das Ganze doch schon mal. Jo. Schaut doch schon mal nach was aus. Machen wir uns nochmal ein Pilzragout. Drei Pilzragout, warum nicht? Oh, wir müssten auch mal Tränke brauen können, aber das geht auch nicht, weil wir keinen Bruchstein haben. Ne? Es gibt so ein paar Dinge, die gehen einfach nicht. Jetzt richten wir uns nachher noch ein Lager unten drunter ein, aber ich denke, für heute haben wir schon mal genug. Hat mir da jemand ein Loch reingesprengt? Okay, da müssen wir uns echt noch. Wann ist die Komposter die kaputt? Also die Komposter halten nichts aus, wie es ausschaut. Die muss ich dann von außen nochmal schützen. Die sind zwar hübsch, aber das reicht dann nicht. Ich brauche einen ganzen Block. Hier irgendwo ein ganzer Block da. Dann müssen wir die Komposter außen nochmal schützen. Bevor wir hier die ganze Zeit neue Komposter hinbauen müssen. Wie friedlich, Gott sei Dank. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Also, weil dann schützen wir die von außen, weil von innen finde ich die ganz hübsch. Von außen sind sie nicht zwingend notwendig. Deckung. Ja, dann ziehen wir die Rüstung dabei mal wieder an. Ja, weil die ballern uns halt wirklich die Komposter weg. Das ist dann schon schade auf Dauer. Ja, oder halt nicht und ich check's nicht. Also, einen Komposter haben sie uns weggeballert. Das ist nicht so gut. Ja, also wie man sieht, im Nether ist man die ganze Zeit, muss man die ganze Zeit aufpassen und reparieren. So. Was ist denn der? Na ja, genau. Das war einfach mal die Folge hier. Wir haben ein bisschen was gebastelt, ein bisschen was gebaut, haben ein paar Pläne, können hier noch ein bisschen innen drin rum tun, aber wir haben auf alle Fälle mal etwas, was ein bisschen farbig schon mal anders ist. Dass man mal ein bisschen, wir probieren auch noch Quarz in die Wände zu setzen, schauen, wie Quarz den Gas standhält. Das probieren wir auch so. Wir haben hier innen drin schon mal ein bisschen andere Farben. Nicht nur rot und blau, sondern auch ein bisschen braun. Das ist für die Augen ganz angenehm. Und genau, damit würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Wir zeigen euch.